Klar. Ah. Ich sage nicht das Wort mit den beiden Buchstaben. So. Sag ich Sal. Herzlich willkommen. Zu unserem Podcast. Ja, heute mit Lars und mir. Heute mal was Neues. Und ab hast du jetzt wieder bei. gesoffen Ich gestern? habe gestern nicht gesoffen. Ich habe nur lang geschlafen Ach gestern. so, Ich das bin ist ja gut. tatsächlich. Also heute. Nein, gestern. Gestern. Gestern, aber habe praktisch vorgeschlafen. Ja. Also, wobei man sagt ja, dass das nicht Ich geht. glaube nicht dran. Das geht Ich nicht. glaube nicht an Vorschlafen. Machst du Kürbissuppe? Ich habe. Machst du Kürbissuppe? Ich habe erst Machst einmal du Kürbissuppe Kürbissuppe? gemacht. Dieses Jahr Ich oder habe, generell? ja. Nee, generell. Erst einmal. Nein, in diesem Jahr Ach natürlich. so, nein, Ja. also ich liebe Kürbis. Bei mir ist es so, ich mache bei mir gern die Kürbissuppe auf der Heizung warm. Hast du die Heizung schon an? Ja, du bist doch der Heizungsexperte. Du machst ja, der andere macht die Heizung immer erst im spätestens Ende Oktober, Von O ne? bis O. Von, Wie die Winterreife. Weißt du, ja. sag ich immer. Von O bis O ist bei mir die Heizung O. Also, Weißt du, die Heizung O. ich weiß gar nicht, was daran witzig Das sein wirkt ja, soll. ich habe die Heizung O. Weißt du, Ach, ach du so, hast die die Heizung Heizung O. O. So komme So es sich schmecken, merken, wolle die die Heizung Heizung O O hat. haben. Deswegen Von O bis O. Also Aber bei die allen. Heizung, oh, deswegen manchmal muss ich auch gucken, dass ich nicht auf meine eigene Falle reintappe und dann im Mo vielleicht nochmal einschalte. Im Ja? Mai. Ja. Wer, in welchem Dialekt heißt denn Mai-Mo? Ist mir so eingefallen gerade, Selbst vielleicht. im tiefsten Bayern heißt meinen Mo. Ja, aber ich Aber sage auch immer, Jo oh, Mai. jo, Jo jo. Mai sagen Sie doch. Ja, aber. Deswegen, da ist im Mai, sagen Sie ja ständig Jo Mai. Das stimmt, aber Sie sagen ja viel mit so Sachen, wie die mit A ist dann praktisch ein O. Jo Die April, sagen Sie. O April. Jo. Ja, vielleicht April, das vielleicht eher. Also jedenfalls, der andere Heizung wie bei Winterreifen von O bis Bis O O. kann man sich gut Im merken. Moment ist es O. Ja. Ich merke gerade. Ja, sie ist. Oh, ist was runtergefallen? Dein Mein Zettel, dein kleines Zettel. Notiz Blöckchen. Ja. Ich wollte mal eine Frage an unsere Hörer stellen. Schreibt es uns doch bitte mal auf Instagram in die Kommentare. Wir haben ja spätestens jetzt, wenn ihr das hört, wird ja irgendwie ein ganz aktuelles Posting von uns natürlich am Start sein. Wie fast jeden Tag, also entweder von gestern oder jetzt schon von jetzt. Wer hört denn diesen Podcast wirklich richtig früh am Sonntag? Das Mich würde würde mich es auch wirklich mal interessieren. Ja. interessieren, weil wir bringen ja, wir wissen überhaupt nicht, ob das was bringt, aber wir bringen ja unseren Podcast Sonntag 6 Uhr raus, weil ich denke mir, es gibt auch Menschen, die Sonntag ganz früh Das aufstehen. Problem ist ja, einer von uns muss ja morgens raus, sonntags um 5, um das Ding online zu stellen. Natürlich. Und diese Arbeit wollen Abwechselnd. wir abwechselnd. Die Arbeit wollen wir gewertschätzt wissen, respektive wissen, ob es überhaupt Sinn macht, dass wir jeden Sonntag um 5 aufstehen. Ja, genau, weil man muss ja raus, man muss die Klamotte anziehen, Ja, die Gummistiefel, genau. wenn es regnet, Auf noch die Post muss ich online stelle. das Regecape raus da in den Ja, Online-Shop. genau, in den Online-Shop. Und dann hat man es, Und dann, dass man es online dass stellt. man es online stellen kann. Ja? Das ist eine Und Heidenarbeit, liebe Leute. der Und andere, wir wohnen beide, das haben wir ja auch schon gesagt, wir wohnen ja beide in so busy dörflich. Das ja, heißt, also es auch ist auch ein unsere, Hundsweg. Es ist weit. Es ist zu Fuß. Zu Fuß, ich Weil muss es ist ja ja zu alles Fuß. gelogen, dass wir viele Autos und reich sind, ist ja alles Alles, gelogen. ja, wir leben in Favelas, Also in den Frankfurter Favelas, der Bad Homburg andere und Hanau. hat noch ein Fahrrad, ich habe nicht mal mehr Doch, ich Fahrrad. habe Fahrrad. Ach, Der ein andere kann Fahrrad. wenigstens mit dem Fahrrad in der Online-Shop. Ich habe ein Rad. Ich habe ein Rad ohne Ja, Sattel. hat es nicht Das gereicht zu ist der mehr. Wahnsinn. Da ohne Sattel Ja, ist knüppelhart. muss er im Stehen Ja. oder nicht? Oh, doch, doch. Also im Sitz stehen, sage ich mal. Im Oder halt richtig im Stehsitz. Sitzen, also sehr tief. Ja, also ich sitze praktisch da. Über dem Aber Reifen. die Schlange vom Sattel ist noch da. Die Stange. Ja. Nein, Die du meinst ist jetzt. natürlich, Ja. dass du ein bisschen Halt hast. Der Sattel ist mir halt geatzt worden. Was soll Ja, ich klar. machen? Ist Ja. ja so assi, wie du wohnst. Ja, Da klar. wird ja alles geatzt. Natürlich, natürlich. Atzen heißt klauen. Ja, natürlich. Also, Wir begrüßen auch unsere YouTube-Zuschauer. wir sind nämlich wieder auf unserem YouTube-Channel. Und Für es euch ist es bereits Montag, denn montags wird unser, muss dann, also der sonntags nicht auf die Straße musste, den normalen Podcast online stellen, der muss dann halt am Montag raus und muss den bei YouTube online stellen. Ja, das ist wirklich
knüppelhart. Deswegen, wir wollen wissen, ob sich das lohnt, dass, ja, dass immer abwechselnd jeden zweiten Sonntag einer von uns morgens um 5, bei mir ist ja eher 4:30, also ich habe hier zu Fuß eine gute Stunde, ja, in der Online-Shop. Das stimmt. Übers Feld, ja, durch den Wald, gerade wenn es dann schneit. Wenn es schneit, ist also halt. Im Winter möchte ich mir das vielleicht ersparen, ja, dann, dass ich erst um 8 raus muss. Ja, das stellen wir erst um 9 online, also um 9:30, wenn du da hast. Ja, sei denn, es kommen jetzt auf Instagram die Kommentare, nein, ich bin um 7:30. Ich hab's doch 7 schon. Uhr bin ich dabei. Bin ich am Start. Ich höre den so früh. Ich will ihn auch so ich früh Ich liebe haben. Euch. Ich liebe euch. Das wert, ja. Ich liebe euch beide. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe ja wirklich eben gerade auf Kürbis abgezielt, weil es ist ja Kürbissaison und ich liebe ja Kürbis. Wie machst du den als, also hast du den auch schon mal, was ich ja... Das also macht die Anne, alt. Mein Alter ja, macht die Kürbissuppe. Meinst du, ich bin in der Küche und es gibt ja verschiedene Arten Kürbis. Es gibt ja erstmal verschiedene Kürbissorten. Ja. Ne? Es gibt ja den Hokkaido-Kürbis beispielsweise. Das ist mein Liebster, weil dann kann man die Haut mit essen. Ja, alle genau. anderen musst du schälen. Richtig. Dann Hokkaido und den schneide ich auch dann ganz gerne mal in so Spalten mit Olivenöl, Salz und Pfeffer und einfach in den Ofen für 20 Minuten. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum ich von zu viel Kürbis, wenn ich den in so Spalten esse, Sodbrennen bekomme. Du weißt ja, ich hatte früher so ein leichtes Sodbrennen-Problem. Jetzt habe ich das ja in den Griff bekommen, weil ich nicht mehr diese Sachen so viel esse, von denen ich so... Also ja klar, du vermeidest halt die Auslöser. Ich, ich sag mal so, zum Beispiel... Mango-Direktsaft pur, eine halbe Liter, ja, ist nicht gut, das weiß ich halt, aus irgendeinem Grund. Also für, meinst du jetzt wegen des durchschlagenden Erfolges oder meinst du jetzt wegen Sodbrennen? Wegen Sodbrennen. Alles klar, wegen ich habe jetzt gedacht, das wäre wie bei mir, ich habe ja da schon mal die Geschichte aus der Schweiz erzählt, was? Mit meinem Apfelmost. Nein, das ist ja, nee, mit Apfelmost ist ja dafür auch bekannt, weil das so ein bisschen gärig ist und so. Genau. Nee, ich meine jetzt einfach so ein relativ dickflüssiger Mango-Direktsaft aus dem guten Tetra-Pack. Da habe ich einfach Sodbrennen, das mache ich halt nicht. Das verstehe ich. Wie sind wir drauf gekommen? Und ich verstehe nicht, von zu viel Kürbis kriege ich das halt auch. Wir sind vom Kürbis drauf gekommen, genau. Wie machst denn du die Suppe? Suppe mache ich einfach, leg den mit ein bisschen Wasser und warte eine halbe Stunde und dann mit dem Zauberstab und dann Salz und Pfeffer rein. Ja, genau, aber das so ein bisschen anköcheln. Ja, ja, auf jeden Fall. Anköcheln. Also was man auch machen kann, was ich, mir ist es allerdings zu viel Aktion, den tatsächlich im Ofen garen. Ja. Und dann kriegt ihr so ein bisschen Röstaromen, da schmeckt sie noch geiler. Und dann mache ich natürlich steirisches Kürbiskernöl drauf. Ja. Ist ja klar. Mach ich auch. Und viel Geschmacksverstärker, also viel Maggi. Ich mache Maggi rein, ich liebe Maggi. Ich habe keinen Maggi daheim, weil so eine 200 Milliliter Maggi-Flasche hält bei mir eine Halbwertszeit von 3 Tagen. Als kurze, im Grunde. Genau, ist im Grunde, ja. Und da ich ja so ein bisschen auf Glutamat reagiere, in Form von, dass ich Wasser einlage, also ich sehe aus wie aufgepumpt. Und Maggi ist ja reinstes Glutamat. Maggi ist Glutamat. Ist gleich, also ein Ist-Gleichzeichen. Genau. Das heißt, ich sehe dann auch wirklich 3 Tage aus, wie wenn ich durchgesoffen hätte. Aber ich weiß ja, was herkommt. Was meistens noch dazu kommt. Auch selten eigentlich. Wenn ich mit Maggi beschäftigt bin, brauche ich ja keinen anderen Geschmack. Ja, nee. Ja, okay. Nee, also Maggi ist bei mir also eine Droge, die alleine genossen werden sollte. Also, ja, es stimmt. Da muss man gar nicht so multitoxisch unterwegs sein. Nee, da reicht, nee, da reicht ein Gift. Ja, das reicht. Sag mal, trotzdem, ich möchte noch beisteuern, dass ich gerne einen Schuss natürlich fettreduzierte Kokosmilch reinschütte. So, zack. Ja, Kokos ist bei mir so eine Sache. Ich liebe den Geschmack von Kokos, aber das ist für mich ein bisschen mit fernöstlich, also so Thai und so. Und ich finde, Kürbissuppe muss schmecken wie Kürbissuppe. Ich finde, nur ein Schuss. Ja, ich weiß. Ich weiß ja, was du meinst. So cremig wird. Aber mich erinnert es zu... Also ich mache dann einen Schuss Sahne, mache ich dann halt rein. Fett reduziert. Ja. Also Kaffeesahne. Und nee, Quatsch. Ja. Nein, ich mache tatsächlich gern... Also, bisschen Sahne rein, damit es ein bisschen cremiger wird. Ähnlich wie bei meinem, von meiner, habe ich im Podcast von meiner neuen Kartoffelbrei-Sucht erzählt? Also ich bin süchtig, Kartoffelbrei abhängig. Ja, hast du erzählt? Habe ich erzählt? Hast kurz angerissen. Es gibt einen mit, da sind die Röstzwiebeln und der Speck schon mit drin. Boah, ist der Wahnsinn. Du redest aber wirklich Pulver. Von Pulver. Pulver. Macht sich halt auch so schnell. Ja, natürlich. Und bisschen warm Wasser, ja, es macht. Dann machst du noch ein bisschen Butter rein, Milch, Sahne, lecker. Und manchmal... Das habe ich jetzt gemacht, aber jetzt habe ich keinen Vorrat mehr. Und dann, so Solondes drüber noch. So. Und dann also da kriegst du einen kleinen Esel mit groß. Also ja, das kriegst du, ja, oder Ochs oder so. Klar, dann sitzt du in deiner Unterhose mit nacktem Oberkörper, so stelle ich es mir vor. So ist es, Sofa, genau. Das Bierchen davor. Genau. Der Fernseher läuft. Der Fernseher läuft und ich esse Kartoffelbrei mit so Solondes. Es würde... Also wenn ich wüsste, wie stinkreich du bist, ja. Das schmeckt doch auch, das schmeckt doch saulecker. Ich muss doch jetzt, manchmal mache ich sogar noch Trüffelöl rein.
In der Kartoffelfeine. Also, ja, ach, der feine Herr. Der feine Herr. Der Tütenkartoffelbrei mit Trüffel. Ja, Trüffelöl ist doch, hat doch mit Trüffel nichts zu tun. Es schmeckt ja nur wie Trüffel. Ja. Das ist ja nur so ein ekelhafter Ester, den sie da reingeschüttet haben. Das ja. ist so busy. Schmeckt ekelhaft. Ekelhaft, aber lecker. Aber jetzt, sag mal, was ist jetzt teurer, der Weiße oder der Weiße? Der Weiße ist teurer, ja. Teurer, ja, ne? Natürlich. Ja, ja. Also, ich liebe ja Trüffel. Ich liebe Trüffel, muss ich sagen. Ja. Also so mit, also Spaghetti mit dem direkt aus dem Parmesanleib, im Parmesanleib geschwenkt, dass das Parmesan so ja, aufnimmt, ja, 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 die ja. Spaghetti, und dann kriegst du es auf den Teller und dann schneidet er dir schön den Trüffel drauf. Nicht zu wenig. Ja. Ach, da nehme ich sogar den schwarze Trüffel. Ja klar. Nein, aber ja, der Weiße ist teurer, du hast ja nur gefragt. Ja. Also mir ist jede Trüffel recht, ich liebe Trüffel. Ja. Also wirklich wahr. Und was ich nicht wusste, ist, dass in Deutschland steht Trüffel unter Naturschutz. Also im Münchner Raum ist eine sehr große Trüffel, gibt es viele Trüffeln. Ja. Ja. Trüffeln, sagt man ja. Ja, ja, ja. Aber die dürfen nicht geerntet werden, weil er bei uns unter Naturschutz steht. Ja, und deswegen kommt er dann aus Frankreich oder was? Oder aus Kroatien oder aus Italien, ja. Ja, und das verstehe ich aber nicht. Also dann, was passiert dann mit dem Trüffel? Gar nichts. Im Boden? Nix, der bleibt da. Ah, das ist ja schlau. Bleibt dann da und ja. Und deswegen haben sie ja mittlerweile, sind sie auch übergegangen zu Trüffelhunde statt Trüffelschweine. Weil die Trüffelschweine haben ja immer die Hälfte mindestens von den Trüffeln gefressen. Ja, aber da gibt es doch bestimmt so Trüffelwilderer, gerade in Bayern. Da ist ja, Wilderer sind da ja noch ja, aktiv. Das, nein, das ist nicht so, wenn man, solange man in Bayern dann eine Maske trägt beim Wildern, ist es alles nicht so tragisch. Ja, okay. Weil sonst kostet es 250 Euro und dann wirst du auch wegen Wilderei, Und wahrscheinlich aber auch, du darfst aber nur Trüffel wildern bis 23 Uhr. Bis 23 Uhr, dann sonst kommt es wieder. Sonst kommt es wieder, da kommt der. Apropos, wir haben ja Sperrstunde, glaube ich. Sperrstunde wieder? Ich habe das nicht verstanden, Ich bin nach jetzt, lass mich nicht lügen, nach 8 Wochen alkoholfrei bin ich nächste Woche verabredet. Ja. Ja, mit meinem Saufen. Best Man, genau. Wir wollen einfach mal wieder in die Kneipe 2-3 Bier trinken. Ja, ja, natürlich. Weißt du, wie es ist? Natürlich. Ja? Für den Geschmack. Nur, dass wir es mal wieder. Ja, natürlich. Weil also 2 oder 3, ich weiß es noch nicht. Ja, natürlich. Ja. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht werden es 3. Ja, wahrscheinlich sogar. Und, also, weil man sitzt ja auch einen ganzen Abend. Ja, sonst ist ja auch nach 20 Minuten rum. Ja, schon. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vor allem, ich habe mir schon so eine Reihenfolge. Ich mag ja auch gerne die bayerischen Bier. Ich werde natürlich mit dem Pilz anfangen. Na klar. Also nach 8 Wochen alkoholfrei und ich liebe Bier. Ich bin Biertrinker. Aber ich meine, ich erwähne es jetzt nur noch einmal. Ich habe jetzt also wirklich die Busy mehr als 10 Kilo abgenommen. Und ich finde, ich kann jetzt auch mal wieder Alkohol trinken. Dann mache ich das nämlich auch. Nur, jetzt habe ich gerade den Nachrichten gehört, vielleicht halt nur bis 23 Uhr. Gut. Kann mehr geschafft haben. Wir wollen um 6 anfangen. Ja, dann wird es schwer. 7, 8, 9, 10. 10, 11, 5 Stunden. 5 Stunden nach 2 Monaten. Ja, vielleicht sogar mal 4 Bier. Jede Stunde ein Bier. 4 Bier. Es müssten ja dann jede Stunde ein Bier. Gut, ja. Dann mache ich die erste Stunde halt noch nichts. Genau. Weil sonst... Ja, sonst wäre es am Ende 5. Das stimmt, ja. Das wäre nichts. Nee. Obwohl, du könntest pro Woche Abstinenz ein Bier trinken. Vielleicht. Also ich habe mir schon überlegt, ich fange natürlich mit einem Pilz an. Ja. Also ich meine, das ist schon das Leckerste, sind wir ehrlich. Ich finde Pilz das Beste. Pilz ist das Beste. So, dann stehe ich aber auch auf diese bayerischen Hellen, die mag ich ja nun mal auch. Ich finde auch lecker. Das heißt, ich werde erstmal 2 Pilz trinken und dann ein helles. Und das habe ich mir schon überlegt. Das ist geil. Da hast du aber am nächsten Tag bestimmt so einen Kopf, oder? Glaube ich. Ich glaube. Nach 3 Bier und 2 verschiedene sogar. Boah, ja, das gut, ist da crazy. Da hast du recht. Das ist verrückt. Also. Vielleicht mache ich noch sogar ein kleines Kölsch hinterher. Dann geht es mir natürlich richtig dreckig. Das ist also geht's da mir dreckig. So sicher wie es Abend im Gebet. Also wenn du da 3, 4 verschiedene noch... Weiß ich ja gar nicht, was passiert mit dieser ganzen Sperrstunde in dem ganzen Kram. Ich meine, wir wollen ja hier gute Stimmung und so weiter. Apropos gute Stimmung, wir haben letztes Wochenende einen so geilen Auftritt gehabt. Nochmal großes Kompliment. Weinheim, in der Stadthalle Weinheim durften wir es nicht machen. Durfte der Veranstalter es nicht machen, weil der Bürgermeister von Weinheim gesagt hat, weiß ich nicht, ob ich der Ortsbote bekomme. Genau so hat er es gesagt. Wahrscheinlich, also so hat es ja. So wurde es kolportiert. Ja. Dann sind wir halt, also nicht wir, sondern der Veranstalter ist dann mit der Veranstaltung 5 Kilometer weiter gezogen. In die Stadthalle nach Heddesheim. Nach Heddesheim, in so eine Mehrzweckhalle. Das war jetzt nicht traumhaft schön, aber die war schön groß. Und deswegen, weil dann da 300 Leute sitzen. Und genau. Das war richtig geil. Und das war richtig geil und großes Kompliment an die Zuschauer und die Veranstalter nochmal.
dieses Hygienekonzept, das war so cool. Die Leute sind da reingegangen mit ihrer Maske, haben dann im Familienverbund, da gab es entweder Vierer-Sitzmöglichkeiten oder Zweier-Sitzmöglichkeiten, immer mit Abstand. Und ich sag mal so, das ist garantiert 1000-mal sicherer, als sich dann doch privat nach der Sperrstunde oder irgendwie sich dann doch privat irgendwo zu treffen, was die Menschen ja machen werden. Natürlich treffen sich dann die Menschen, wenn man es ihnen verbietet, treffen sich Menschen natürlich privat. Das kann man halt nun mal nicht verhindern. Sicherer ist es, glaube ich, wegzugehen. Jeder hat da seinen Namen ausgefüllt, jeder hat den Zettel ausgefüllt. Also ich war echt richtig begeistert. Ja, ich fand es auch geil. Vor allen Dingen, es schafft halt vor allen Dingen auch die Möglichkeit, für uns wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, also das ist ja, also ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen in Eigennutz. Also ich meine, wir wollen ja auch, ich meine, wir leben davon. Also ja, ja. Wir haben seit 7 Monaten kein Einkommen im Grunde. Und das nervt natürlich schon. Und deswegen bin ich froh, dass es Leute gibt, die einfach 300 der Seele voll machen, weil da kann man wirtschaftlich für uns auch arbeiten. Absolut. Ich meine, Gott sei Dank, wir haben das schon öfter mal gesagt, ich will jetzt eigentlich gar nicht in dieses Thema zu dir, aber Gott sei Dank, ich kann jetzt nur mir tun, wirklich alle leid, die dann auch noch so ein Produktivvermögen unterhalten müssen für ihre Firma, die Angestellte haben und so weiter. Ja. Ich sehe ja, Gott sei Dank, wir haben ja nur uns und unseren Kopf. Gott sei Dank. Deswegen heißen wir ja auch freischaffend. Ja. Weil man braucht ja nur unseren Kopf, genau. Sozusagen. Und, freischaffende Künstler. Freischaffende Künstlerin. Das hört sich schon irgendwie geil an. Ich finde es auch geil. Ich finde es voll geil. Ist ein erstrebenswertes Ziel, freischaffende Künstler. Ist es. Das ist wirklich ganz, ganz geil. Ich bin auch total dankbar, dass uns selbst jetzt geht es uns ziemlich gut. Ja, wir machen den Job ja auch schon eine Weile. Ja. Also ich meine, ne? Was ich gerade mache, ich habe es letztes Mal schon angedeutet. Achtung. Ich räume mein Dachstuhl. Also kann man das so sagen? Dachstuhl, Dachstockwerk. Also unterm Dach. Unterm Dach. Der Boden. Der Dachboden. Der aber ausgebaut ist. Mein ausgebauter Dachboden. So richtig schön übrigens. Ich habe ja so ein Haus von Mitte der 80er Jahre. Natürlich mit Nut und Feder. Na, unbedingt. Also natürlich isoliert. Also da hast du die Ziegel, Isolation und dann Nut und Feder drauf. Bis runter. Aber du kennst den Raum ja auch. Es ist ja eigentlich sehr schöner. Also es geht ja über das ganze Haus. Über das die ganze Grundfläche. Wirklich schön. Und da baue ich mir, und das ist eigentlich so Büro gewesen, aber jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre wirklich, also auch schon verlottert, also runtergekommen. Immer einfach alles reingestellt. Und jetzt räume ich den auf und das ist so geil. Ich baue mir ja da mein Studio rein. Ja, ja. Ich habe alles bestellt schon und es wartet nur darauf, aufgebaut zu werden. Also entweder habe ich es bestellt oder wenn wir es hatten, noch von früher, zum Beispiel die Boxen, unsere Studio-Abhörboxen, habe ich einfach wieder reaktiviert und mir macht es eine Freude. Ich würde sagen, mehr als ein neues Motorrad oder ein neues Auto. Also ich das muss ist ja mein maximal, das ist ja die Maximalfreude, die ich empfinden kann. Ja. Neues Motorrad oder neues Auto. Das stimmt. Das ist ja, geil. Also besser geht's ja. Nein, eigentlich das geht nicht besser. Aber das macht mir noch mehr Spaß. Jetzt muss ich dazu sagen, also was im Laser am allermeisten Spaß macht, und das muss ich jetzt einfach auch mal sagen, denn er hat ja. Mein Mikro ist runtergefallen, Gott sei Dank habe ich es gemerkt. Mikro ist runtergefallen, hey. Schon wieder. Hey. Ja, ist ja nur Running Gag bei uns. Wir müssen. Ich habe ja extra dran gezogen. Nein, aber The Lars hat ja seinen Garten gemacht. Er hat es ja gesagt und letzte Woche hat er mich hier verlassen mit dem Satz auf den Lippen, also ich mähe nochmal meinen Rasen. Ja. Hat er gesagt. Ja. Und das sind ja ungefähr 10 Quadratmeter. Ne? Ja, ja. Ich sage, wie lange brauchst du denn da? Ungefähr Viertelstunde? Nee, schon 25 Minuten brauche ich dafür. So, jetzt habe ich mir das Ergebnis hier angeguckt. Also... Könnt ihr euch daran erinnern, als man so 16 war und die ersten Männer haben so einen Flausch bekommen im Gesicht? Also die Jungen. Redest jetzt nicht etwa von meinem Rollrasen? Ich rede von deinem Rollrasen, wo man sagen muss, also, es ist gut geworden. Man kann man sagen, nach einem halben Jahr sieht es wirklich gut aus. Also man sieht, dass es Rasen war. Man sieht, dass da ein paar, also ist geil. Also sie ist ein voller Erfolg. Lars hat nämlich zu mir gesagt, er hätte gern jetzt im Nachhinein, hat er gesagt, hätte ich mir nur für 40 Euro das beste Kunstrasen gekauft. Ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Podcast schon erwähnt haben. Es gibt Kunstrasen. Ja. Der sieht aus, Leute, da sind sogar kleine gelbe Halme drin. Mir hast du es erzählt, damit das es täuschend echt aussieht. Es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Warum? Man muss nie wieder irgendwas machen. Das ist geil. Und bei 10 Quadratmetern, gut, ein richtig guter Kunstrasen kostet 40 oder 50 Euro der Quadratmeter. Dann ist aber auch Schluss. Teurer geht so. Da muss man wirklich suchen wahrscheinlich. Also teurer geht nicht. Aber
Da hast du natürlich bei 10 Quadratmetern für 500 Euro Ruhe bis in alle Ewigkeit, ja. Und das wird kommen. Das wird kommen, weil sie in 2000 Jahren finden sie der Kunstrasen. Sonst wie hier hatte nie der Eichholz gewohnt. Genau. Muss ja. Ja, das wird kommen, weil ich habe da jetzt auch so komische, da so Würmer. Da kommen nachts so scheiß Würmer raus. Und kacke die Erde hoch. Ja, ich weiß. Ja, dass da so kleine Würmchen so. Also nicht so schlimm wie Maulwurf. Aber halt so 4 cm hohe Kackhaufe von so einem Dreckswurm. Ja, aber das ist doch bestimmt, hast du schon mal schlau gemacht? Das ist doch bestimmt, dass die Erde super ist und dass das. Ja, ob die Erde super ist, ist mir ja egal. Der Rasen soll super sein. Das stimmt, ja, das hast du recht. Ja? Ja, das stimmt. Deswegen werde ich demnächst mal schön einen Schlauch vom Autoauspuff reinlegen. Klar, ist gut. Ne? Und dann. Ist hoch. Ne? Hat mehr Ruhe. Arrivederci. Arrivederci. Oder machst direkt da das, wie heißt es, Roundup drauf. Roundup reingespritzt in die Gänge von den dreckigen Würmer. Ich habe was gesehen eben gerade, das wollte ich dir sowieso erzählen. Ich habe einen relativ neuen Mini Cooper gesehen auf der Straße, der die Effektlackierung hatte aus den 90er Jahren. Violett und grün. Der ist geil, den sehe ich ab und zu das mal hier. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist der Wahnsinn, wie das Ding. 90er Jahre kann man denn sein, dass man seinen nagelneuen Mini Cooper in dieser Zimmer, ich find's voll geil. In dieser Oldschool Spezialeffekt. Das ist wie die AB-Mücke, sagt man bei uns. Ja, AB ist ein Klo. Ja. Also wie diese Schmeißmücken, die so lila und grün schimmern. Ja, ja. Was ja, guckst du, ob du einen auch verloren hast? Willst du mir das nachmachen? Oder? Nee, ich gehe nur mal kurz ran, dass es irgendwie... Nee, also ich kenne also das Auto. Wie oldschool 90er kann man sein, dass man ein nagelneues Auto in diesem hell-lila-grünen Effektlack. Ich finde es voll geil. Ich finde es echt, gerade wenn die Sonne drauf scheint, das ist natürlich irgendwie... Das ist schon komisch, aber es ist auch cool irgendwie. Aber doch nicht mehr. Das war mal cool. Mittlerweile gibt es so einen Speziallack, der ist so rot-gold. Kennst du den? Rot von so und gold von so. Also ich hätte das auch schon mal gesehen. Das ist so busy moderne. Ja, aber so Multi-Effekt-Lacks sind. Multi-Effekt-Lacke sind grundsätzlich kacke. Glaube ich, out. Also ich hätte immer gern gehabt, es gab von Hashtag Werbung Mattel, gab es so Autos, wenn du die ins Wasser getaucht hast, haben die andere Farbe gekriegt. Das war der Lack hat irgendwie mit Wasser reagiert und hat eine andere Farbe gemacht. Das war voll geil. Ja. Und so lasse ich mein Auto demnächst lackieren. Das, wenn es regnet, hat es an der Farbe. Ist doch voll geil. Das ist schon abgefahren. Weißt du? Ja, klar. Das erinnert mich an den Film, der ist ein bisschen älter, 2-3 Jahre. Auf dem Highway ist die Hölle los. Ah, habe ich gesehen. Der war letztens im Sky Score. Der ist nagelneu. Vielleicht 2-3 Jahre. Ja, genau. Bert Reynolds, Sammy Davis Jr. Genau, und ich glaube sogar der Chris Christopherson, oder? Der Chris Christopherson macht auch mit. Die wenigsten Leute wissen, von dem mir Bobby McGee ist, von der Janis Joplin, die das groß gemacht hat. Also, ach ja, ja, ja. Das ist von Chris Christopherson. Jedenfalls so eine All-Star American Komödie, vielleicht von 79. Vor 2-3 Jahren, genau. Ja. So, und da sind sie, pass mal auf, das war der Knalle, das habe ich nie vergessen, da sind sie, ja, die werden ja alle, die machen ja ein Rennen durch ganz Amerika. Ja. Und der Japaner fährt ja die ganze Zeit nur ein Wheelie auf dem Motorrad. So ein verrückter Hund. Das ist echt verrückt. Der Wahnsinn, durch ganz Amerika. Das muss man sich mal vorstellen. Nur auf einem Rad. So, und die anderen... Das ist wie bei mir beim Einrad. Genau, das ist das Gleiche. Und da gibt es so ein Team, ja. So, und da geht es los, das Rennen. Die werden direkt von der Polizei verfolgt. Nein. Direkt verfolgt. Scheiße. Dann fahren sie aber um so eine Ecke. Da stehen dann schon welche mit so einem Schlauch drüber. Die Farbe abgewascht vom Autozahn, der Farbpfand und so weiter. Und das ist voll geil. Das ist geil. Bist du gerade drauf gekommen, wo du gesagt hast, das Multi-Effekt. Ja, voll geil. Das ist auf dem Highway ist dir ein Lutz. Ach Leute, heute macht es wieder Spaß, der Podcast. Voll geil. Das macht ja immer Spaß. Ich finde, das ist so ein bisschen wöchentlich mein Highlight. Man muss es einfach sagen. Ja, ich habe ja sowieso, ich bin so ein Routine-Mensch geworden, immer wieder mit dieser... Ich liebe Routine. Zum Beispiel liebe ich auch diese zweimal in der Woche Routine. Im Moment, ich oute mich auch. Aber ich glaube, wir haben es eh schon mal gesagt. Ich liebe ja The Voice mit
den in der Blind-Audition-Phase. Ja, danach, also wenn es die Motto-Shows und die Duelle, das ist alles nicht mehr. Die Duelle gehen sogar noch halbwegs, ja, aber es sind tatsächlich die Blind-Auditions, die mir auch Spaß machen. Weil das ist einfach so geil, dieses wer dreht sich um, wer dreht sich nicht um. Genau, ist, und mit welchem farbenscheinigen Grund dreht er sich nicht um, ja, oder sie. Genau, ja, genau. Und ich bin auch froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Nena nicht dabei ist, muss ich sagen. Ich glaube, jeder ist froh, dass die Nena nicht dabei ist. Also nicht, weil ich sie nicht mag oder irgend sowas, das ist es nicht, aber ich, ja, ich finde die, nee, ist ja, nee, ich habe ja nichts gegen, aber ja, die, ich fand, ich finde Nena alles, nervt. Ich finde die anderen ein bisschen kompetenter. Ja. Vielleicht, also. Ja, so könnte man es ganz neutral, ja, sagen, also, das stimmt. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz, ich bin ein bisschen traurig, dass Fanta 4 nicht dabei ist. Das stimmt, die waren auch immer lustig, aber der andere macht's gut. Der Neue, der Nico. Der Nico, der Fantos, Nico, der war ja vorher von The Comeback Stage. Das musst du dir hat der die Comeback Stage letztes Jahr gemacht? Hier, der Nico Santos, der war Animateur in so einem Robinson-Club. Ja, so sieht er auch aus. Ja. Ne, der kann aber. Pause, Applaus. Ja, so, garantiert. Es gibt also, bei uns ich habe ja Bilder gesehen von ihm als Animateur. Ja, es gibt bei uns in der Familie das jetzt, es gibt das Nico Santos-Gesicht. Ja. Das Nico Santos-Gesicht ist völlig erstaunt, also als wird gerade, keine Ahnung, deine Oma auf dem Motorrad vor, mit dem Wheelie. Durch quer Amerika. Durch Amerika fahren und du siehst es zum ersten Mal, als würde, so, das ist das Nico Santos, das macht er immer. Also wenn irgendwas passiert, ich mache es jetzt einmal in die YouTube, für YouTube mache ich einmal das Nico Santos Gesicht. So. Aber es ist ein lustiger Kerl. Es ist ein guter, ich mag den auch. Ja, also, ich mag den auch, jetzt bloß nichts. Nein. Also ich bin froh, dass Nena nicht dabei ist und ich bin vor allem froh, dass Nena und ihre Tochter ja, nicht dabei sind. Ja, die Tochter konnte ja gar nichts. Nein, vor allen Dingen, ich meine, die ist ja weder bekannt für ihre Gesangsexpertise. Also nichts drauf. Na, die Tochter halt. Ja. Ich weiß auch, meinst du, die Nena hat die dann reingedrückt so, dass sie gesagt hat, ich komme nur, wenn meine Tochter auch mit darf. Ja, wahrscheinlich, ja, natürlich. Meinst du? Klar, aber es hat ja nichts gebracht. Nein. Gott sei Dank. Ja, also das finde ich auch irgendwie bescheuert, wenn man da seine Kinder reindrückt, irgendwie in der Hauptsache, naja, gut, aber das stimmt. Wird ja gemacht und die Leute können es ja auch machen. Er kann ja jeder machen, was er will, man muss es ja nicht mögen. Eben. So ist ja die Welt, Gott sei Dank. Genau, und da guckt man halt einfach was anderes. Genau, aber jetzt kann man es ja wieder gucken, weil die Nena nicht dabei ist. Genau. Deswegen Routine, wir waren bei der Routine. Ich bin eigentlich ein bisschen geschockt. Hab überlegt, ob ich überhaupt einen Podcast machen kann. Warum ist das? Auf dem Herweg im Radio. Hard. All I Wanna Do. Is Make Love to You. Und ich habe halt wieder auf den Text gehört. Ja, 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 klar. Wie die Bitch. Das da haben wir. Lässt sich oft pumpen. It was a place I knew well. Da hat sie sich schon mehrfach das heißt, lassen. Sie hat ja schon mehrfach. Wollen wir kurz den Song anstimmen jetzt? Wir haben ja eine Gitarre hier, die ist wahrscheinlich nicht gestimmt. Natürlich aber ist die gestimmt. Meinst du, ich habe hier ungestimmte Gitarren? Weißt du, was ich mache? Ich bin ja im Flugmodus, aber warte mal kurz. Hier, ich habe hier mal Text. All I Wanna Do, Hard. So. Kommt natürlich direkt. So, ich gehe die Gitarre holen. Natürlich ist sie gestimmt. Wir müssen uns busy. Das ist jetzt natürlich ein Experiment. Wir haben das nicht abgesprochen. Natürlich. Hast du mit den Akkorden? Nee, ach, die Akkorde. Ja, die Akkorde kannst du doch auch mitgoogeln. Ja, aber das dauert, glaube ich, länger, wenn ich die Akkorde mitgoogle. Wahnsinn. Also es geht ja nur busy drum. It was a rainy night when he came. Into sight, standing by the road, no umbrella, rainy night, when he came, wahrscheinlich F, came, meinst du F? Das ist ja fies auch. Rainy night, when he came. Das ist es doch, ein E, oder? Einfach. Rainy night, when he came into sight. Nee, es ist ein F. Sight, standing by the road. No umbrella, no coat.
So I pulled up alongside and I offered him a ride. He accepted with a smile. So we drove for a while. So, da muss ich schon mal einhaken. Da wusste sie ja schon, was sie will. Na klar, die ist ja losgefahren mit dem Ziel. Mit dem Ziel, einen beliebigen Anhalter mitzunehmen. Ja. Bitch. Trotzdem geht es weiter. I didn't ask him his name. This little boy in the rain. Lonely boy, this little boy is busy. Lonely boy. Lonely boy in the rain. Oh, fate, tell me it's right. Also das Schicksal noch. Schicksal hat ihr gesagt. Fate, tell me it's right. Is it love at first sight? Please don't make it wrong. Just stay for the night. All I wanna do is make love to you. Say you will. You want me to. All I wanna do is make love to you. I've got loving arms to hold on to. Noch nicht. Ich weiß, dass erst die zweite Strophe kommt. Jetzt pass mal auf, es geht ja, also da sind sie erst noch im Auto gefahren, das kann ich ja noch akzeptieren. Ja, klar, von A nach B, ein Anhalter. Ja, ein Anhalter mitgenommen, gut, aber jetzt kommt jetzt ja kommt diese krasse Aktion. Ich finde es einfach so der Wahnsinn. So we found this hotel. Und jetzt kommt's. It was a place I knew well. Schon mehrfach Geschlechtsverkehr mit völlig unbekannten Männern. Ja. Gangbang. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es war immer eine. Hauptsache schwanger. Hauptsache, genau. Ja. We made the magic that night. Das heißt ja, wir haben gefickt. Gebasht. Ja, also man kann es auf Deutsch, man kann es ja einfach mal. Oh, he did everything right. He brought the woman out of me. Heißt das, dass sie einen Orgasmus hatte? Ja, sie hat es gekommen, mehrfach. So many times, easily, and in the morning when he woke. Oh, jetzt kommt's. All I left him was a note. Also sie ist aufgestanden. Und hat ihm Er hat ja Zettel seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Seine Huldigkeit getan. Wie man es richtig sagt. Wie früher ein guter Bekannter von uns immer gesagt hat, er hatte seine Huldigkeit getan. Ne? Ja. Was a note. Also nur, ne? Geht es noch vollständiger Text? Natürlich vollständiger Text. So, I told him I am the flower. I am the flower. You are the seed. Also the seed. Ich hatte the bee, habe ich immer gedacht. Also weil ich das ja nur laut mache, ich habe den Text ja nicht. Nein, weißt du, die Blumen und die Bienen. We walked in the garden, we planted a tree. Don't try to find me, please don't you dare. Just live in my memories, you'll always be there. All I wanna do is make love to you. A night of love was all we knew. All I wanna do is make love to you. I've got loving arms to hold on to. Jetzt kommt die Bridge. We made love like strangers all night long. Das ist relativ unspannend. We made love. Genau. So, und jetzt passiert's. Ich nehme es schon mal vorweg, das ist jetzt busy, also ein Zeitsprung nach vorne. Es muss über 9 Monate sein. Länger, er hat ja seine eigenen Augen gesehen. Also ich sag mal, das Kind ist mindestens 5 oder 6. Ach, du meinst so? Ja, das glaube ich. Aber die Augen, ein Kind hat ja auch schon bei Geburt Augen. Ja, wenn man guckt, ja. Das weißt du. Ja, natürlich, ja, aber die sind ja noch geschlossen bei Menschen. Ja. 2 Jahre. Ja. Das ist ja wie bei Katzen. Aber du weißt, dass schon auch Menschen bei der Geburt schon Augen haben. Aber wenn du im Kinderwagen liegst, wie soll man dann his own eyes sehen? Aber sie kommt doch mit dem Auto lang, das Kind kann doch im Maxikosi gesetzt sein. Ja, aber man guckt doch. Da hat sie den Airbag vorne auf dem
Beifahrersitz ausgemacht und Maxi Kosi hingestellt? Nein, wenn du mich fragst, das Kind ist älter als drei, geht in diesen Kindergarten gehen. Also gut, dann sagen wir, ich sag, es müssen mindestens 10 Monate vergangen sein. Ja, na klar, das ist ja eh klar. Das ist ja wohl klar. Ja, also und der andere behauptet, ja, völlig aus der Luft gegriffen. Wenn du mich fragst, vollkommen ohne. Ich sag, das Kind ist an der Hand von der Mutter nebendran gelaufen und da hat er sich selber erkannt. Nein, das kann nicht sein, weil sie schreibt doch, I came along the same way. Sie ist ja wieder mit dem Auto gefahren, wahrscheinlich wollte sie ein zweites Kind. Wahrscheinlich. Also, es ist jedenfalls, then it happened one day. He came round the same way. He came around the same way. Jetzt muss ich holen. You can imagine his surprise. When he saw his own eyes, I said, please, please understand, I'm in love with another man, and what he couldn't give me, oh, whoa, whoa, is a warm little finger to care. All I want to do is make love to you, when a night of love was all we. Und so weiter. Da muss man mal die letzte Strophe, man muss halt einfach sagen, also ja, das ist, ich finde es ein Skandal, dass dieses Lied im Radio gespielt wird. Ich auch, also gerade wenn man sich überlegt, dass Sachen wie vom David Bowie China Girl oder so einfach vom Sinja waren ja einfach auf dem Index damals. Ja, und es ist ja auch einfach Aufruf zum ungeschützten Geschlechtsverkehr. Und das finde ich gefährlich, gerade in Corona-Zeiten. Ja, also ich bin auch dafür, dass de, dieses Lied dass auf den Index kommt. Dass der Andi Scheuer sich dafür einsetzt. Dass das Lied auf den Index kommt. Dass das Lied auch vor allem im Auto, der ist ja Verkehrsminister, es weiß kaum einer, was er ist, aber ja, der, Andi stimmt, der Andi Scheuer ist Verkehrsminister. Ach, ich bin so dafür, dass dieses Auto im, dass dieses Lied im Auto, also sprich im Radio, nicht mehr gespielt werden kann. Ich bin auch für Leute, die es, also als MP3 oder CD oder so, keine Ahnung, dass die 250 Euro Strafe zahlen müssen. Wenn sie es hören. Wenn sie es heimlich hören. Wenn sie es heimlich hören. Ne? Fragen wir Söder, ob 250 in Ordnung sind. dass das auch von Bayern sozusagen, also dass das federführend vom Helmut Söder oder wie er mit Vornamen heißt. Karl, glaube ich. Ich weiß ja nicht. Finde ich geilste Leute einfach. So, der Name ist mir so scheißegal. Also Söder weiß ich schon. Ja, Söder weiß ich. Das weiß man. Ja, man kann ja nicht Neumann sagen. Da weiß ja keiner, von wem er spricht. Aber er könnte auch Neumann heißen. Ich glaube, Karl-Heinz. Karl-Heinz Söder heißt er. Ja. Karl-Heinz ist der bescheuertste Vorname, finde ich. Also Karl-Heinz, da haben die Eltern wirklich ihren Kindern nichts Gutes getan. Ja, aber es gibt einen Tee, der heißt Karl-Heinz und der ist sehr lecker. Das ist ein Schwarztee mit Kräutern. Hm. Ach komm. So ein Herbsttee. Ich fange wieder an, Tee zu trinken. Ja, ich liebe Tee. Ja? Ja. Man muss sich ja was einfallen lassen, wenn man kein Bier trinkt. Ja. Also ich meine, irgendwas muss man ja trinken. Und dann trinkt man halt auch mal Tee. Alkoholfreies Bier trinken. Alkoholfreien Tee. Ja. Oder machst du einen Grog? Ich sage einen Grog, einen steifen Grog. Ja. Oh, wenn ich vom Krampfhosen komme, mache ich mir einen steifen Grog. Steifer Grog. Haben wir es schon wieder, oder was? Wahnsinn, nee, 8-5 Minuten. Wahnsinn ist das. Aber das geht wieder rapzap heute. Ich habe noch eine Frage an unsere... kann ich die Gitarre... Ich stelle sie ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig. Wenn sie umgefallen ist, dann bist du nur zu faul gewesen, aufzustehen, um es dahin... Ja, aber es ist... Ich mache das ja gut, dann, wenn das so alles so egal ist, dann kommt halt mein Mikrofon für kurze Zeit dahin. So, und jetzt bin ich auf beiden Kanälen gleich zu hören. Ich habe die gleich weit weg. Man sieht es vielleicht bei YouTube. Ja. Und guck, ich habe es beide gleich weit weg und dann ist... Aber hier sieht es echt schön. Ich finde... Ja, es ist nur ein bisschen unaufgeräumt. Ja, nee, es ist, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen unaufgeräumt. Ist also ich habe, Ach so, naja, ist ja auch egal. Ich habe eine Frage nochmal an unsere Podcast-Hörer, an unsere lieben, lieben Podcast-Hörer. Ja. Also erstmal vielen Dank, weil jede Woche kommen Hörer dazu. Ich glaube, das kann man erstmal als sehr positiv betrachten. Werden wir in Russland mittlerweile gehört, ist die Frage. Da brauche ich nochmal, da brauche ich jetzt dann nochmal so eine Weltauswertung. Ja, ich glaube, wir haben nur die Deutschland-Auswertung. Und es kommen jede Woche Hörer dazu und wir kriegen ganz, ganz super geile Kommentare zu diesem Podcast. Es wäre der beste Podcast von allen. Das unterschreibe ich sofort. So, ich auch. Also, ich kenne keine anderen. Ich kenne auch wen. Wir haben ja schon im Vorfeld, haben wir ja auch gesagt, haben wir uns ja ein paar angehört, aber
genau wie wir kochen alle nur mit Wasser und deswegen sind wir halt auch die Witzigsten. Natürlich, ja, klar. Jetzt habe ich aber eine Frage und schreibt uns das doch auch mal in die Kommentare. Wenn ich dran denke, stelle ich die Frage sogar mal auf Instagram als Frage. Ansonsten schreibt es uns einfach unten in die Kommentare bitte. Sollen wir mal, also es ist ja so, ich hole ein bisschen weiter aus. Ich habe jetzt eine ganze Weile keinen Alkohol getrunken, deswegen darbe ich. Ja, ja. Ich kann es kaum erwarten, mal wieder einen schönen, also zwei Bier zu trinken. Halt zwei ja, oder ja. drei. Mal gucken. Mal ja? gucken. Und deswegen habe ich mich schon letztens, als wir uns letztens gesehen haben, der Ande hat praktisch nicht so reagiert, aber ist mir ja auch scheißegal, habe ich mich busy beim Ande selber eingeladen, ja, na klar. dass ich mal hier übernachte und wir zusammen den längsten Podcast der Welt produzieren. Ich war, vielleicht dann mal ohne YouTube, damit man auch nicht sieht, wenn wir, was weiß ich, sexuelle Handlungen dann... Ich oder, weiß, was du ne? meinst, ja. Dann, aber dass wir mal hier zusammen einen trinken und zusammen entweder Over the Top gucken mit dem Stallone, ja. Oder halt endlich das Phantomkommando. Ja, wie gesagt, also wir können auch eine lange Filmnacht machen, machen das Phantomkommando und Under Siege. Das Alarmstufe Rot ist natürlich auch geil. Aber weil wir so viel halt von Phantomkommando sprechen, oder halt endlich mal wieder Over the Top. Ich meine, der ist auch der Knaller. Der ist geil, natürlich. Over the Top ist geil. Over the Top. Machen wir erstmal Over the Top. Die lange Filmnacht mit Mundstuhl. Over the Top am Anfang, da wo er halt Armdrücken macht, wo er Trucker ist. Truck. Ja, genau. Er will mit ja den so. Richtig geilen Truck. Er hat ja nur einen Scheiß-Truck. Er hat nur einen Scheiß-Truck, natürlich. Und ist getrennt von der Frau und sein Sohn ist 13. Ist alleinerziehend. Und er ist, glaube ich, die Frau gibt es, glaube ich, schon noch, aber er will mal wieder Kontakt zu dem Sohn und nimmt ihn deswegen mit. Ich glaube, die Frau ist tot und er ist alleinerziehend. Das wäre natürlich noch tragischer. Tragischer. Deutlich tragischer. Das wahrscheinlich auch so sein. So ist ja, natürlich. Das war... Also Leute, das war wieder ein kurzweiliger... Also aber schreibt doch halt wirklich mal, ob ihr Bock habt auf den längsten Podcast der Welt. Sollen wir das machen? Das wird natürlich ein bisschen anders als jetzt, weil wir werden nicht 2,5 Stunden Dauer reden, sondern wir schauen einfach alle zusammen Over the Top. Wir würden in dem Fall dann sogar sagen, okay Leute, in 5 Minuten geht's los. Starten wir den Film, damit alle zusammen. Damit ihr seht, auf was wir uns beziehen. Alle zusammen, dann schauen wir alle zusammen. Alle schauen Over the Top. Also jeder kann sich ja entweder der für 2,99 oder es ist vielleicht sogar schon umsonst. Also man kriegt ja Over the Top über eine der Mediathek. Streaming-Plattformen, wenn man nicht so wie wir jeder die DVD natürlich zu Hause hat. Klar, von Over the Top. Natürlich. Also wir werden mal abwarten. Als VHS und als DVD. Ja. Und als Blu-ray. Ich habe alle Formate und ich habe es mir auch downgeloadet. Und wir müssen mal gucken, wie wir es machen, denn das ist ja urheberrechtlich geschützt mit den ganzen. Vielleicht stecken wir uns so einen Knopf ins Ohr und damit ihr das auch, ihr hört es ja, ihr habt es ja dann daheim. Ja. Und dann. Klar. Also müssen wir uns mal rausschlagen, müssen wir unsere Rechtsanwälte mal fragen. Einfach leise laufen lassen und das schauen wir mal. Genau, das gucken wir. Alles klar, das war's von uns. Gut, tschüss.